Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach knapp einem Jahr habe ich endlich das Juni-Album vom letzten Jahr fertig. Ich zeige euch nun, wie das Album aussieht und erkläre euch, wie ihr es nachbasteln könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Zuerst einmal seht ihr jetzt hier, wie das Ergebnis fast fertig ausschaut. Im Anschluss zeige ich euch dann Schritt für Schritt, wie ihr es nachbasteln könnt. Bitte ladet euch dafür die kostenlose PDF-Vorlage von unserer Seite herunter, denn dieses Video soll nur eine Hilfestellung zum Zusammensetzen sein, wenn ihr die Einzelteile zugeschnitten und gefalzt habt. Die Maße und Co. entnehmt ihr bitte dem PDF. Wie ihr sehen könnt, ist das Album mal wieder etwas größer ausgefallen. Die Seiten haben eine Grundfläche von 20 x 26 cm und ich habe hier insgesamt 6 Blöcke mit 12 Seiten gestaltet. Als Cardstock habe ich hier den Farbton Purpurrot von Papicolor genommen, bei dem ich 45 Blatt in 30 x 30 und 20 Blatt in DIN A4 gebraucht habe. Alle Materialien findet ihr wie gewohnt in der Infobox. Bei dem Designpapier handelt es sich um die Kollektion Elements Pigment von Papermania. Für das gesamte Album habe ich alle Papiere des Stanz- und Papierblocks verbraucht, sowie etwas mehr als eine Packung des 12x12 Papiers. Wenn ihr auf den Stanz- und Papierblock verzichtet, reichen zwei Packungen 12x12 Papier ebenfalls aus. Als Deko habe ich hier zum einen auf die Teile des Stanz- und Papierblocks zurückgegriffen, als auch auf die Tags und Spreads der Kollektion. Die Fotomatten habe ich schon auf die Größe der später dort platzierten Fotos zurechtgeschnitten und den Rand mit den Distress Ink Stempelkissen Seedless Preserves eingefärbt. Ein paar Fotos seht ihr schon im Album, der Großteil kommt dann aber erst später noch nach dem Video. Mit den Platzhaltern und denen, die bereits drin sind im Album, sind es insgesamt 195 Bilder, wobei die Innenseiten des Einbands noch leer sind und auch auf dem Cover und Backcover noch Platz für Fotos ist. Also kommt ihr insgesamt auf locker 200 Fotos bei dem Album sowie zusätzliche Textfelder. Beginnen wir mit der ersten Seite des Albums. Als Basis dient ein Stück Cardstock von 21,5 x 26 cm, das auf 20 x 26 cm gefalzt ist. Die 1,5 cm sind nachher die Fläche, die an den Buchrücken geklebt wird und somit die Bindung. Die beiden anderen Teile haben jeweils eine Breite von 19,5 cm und werden in der Höhe bei 2 cm gefalzt. Die Ecken schräge ich dann natürlich ab und so ergibt sich eine Klappe unten und eine Klappe oben. Ich habe mich dabei diesmal dazu entschieden, die äußeren Ecken von Klappen und Co. immer abzurunden. Passend dazu werden auch die Fotos, Texte und Fotomatten abgerundet. Allerdings die Kleinteile wie Fotos und Texte mit dem 5mm Eckstanzer, während ich im Layout den 10mm Eckstanzer verwende. Ich verwende für das komplette Layout übrigens doppelseitiges Klebeband, womit ich einfach am besten umgehen kann. Ihr könnt aber natürlich auch Flüssigkleber verwenden. Ich persönlich habe einen Hang dazu, dass mit Flüssigkleber nachher wirklich alles klebt, weshalb für mich die Arbeit mit doppelseitigem Klebeband in der Regel sauberer ist. Einzige Ausnahme sind Kleinteile, da verwende ich auch den grünen Tombow. Der Mechanismus der ersten Seite ist denkbar einfach, aber ich wollte unbedingt eine seitenfüllende Klappe auf der ersten Seite, um den Blick direkt darauf zu lenken, wenn man das Album öffnet. Die Basis für die zweite Seite ist ja schon mit der ersten Seite gegeben. Darauf kommt nun eine Klappe, die sich zweimal nach links öffnen lässt. Zuerst falze ich dafür die beiden Klappen und klebe erst die kleine auf die große Klappe und dann die große Klappe an die Basis. Unter die Klappen kommt dann noch eine Tag-Tasche mit einem großen Tag, der sich nach oben rausziehen lässt. Dazu falze ich ein 23,5 x 26 cm großes Stück an drei Seiten jeweils bei 2 cm, sodass eine Tasche von 19,5 x 24 cm entsteht. Dann habe ich schon mal ein Stück Designpapier für in die Tasche hinein ausgeschnitten und werde nun erst einmal die Tasche um das Designpapier kleben und dann die komplette Tasche mit Hintergrund auf die Basis. Ich lasse übrigens ganz bewusst bei Taschenklappen und allen anderen Mechanismen meist einen halben Zentimeter Platz zur Bindung, denn später soll sich die Seite ja auch noch umschlagen lassen. Ansonsten passiert es leicht, dass Klappen geknickt werden oder Taschen das Umklappen behindern. Die dritte Seite besteht natürlich wieder aus der Basis, die später an die Bindung kommt. Darauf kommt dann links und rechts zwei gleich große Klappen, die bis zur Hälfte der Seite reichen. Auch hier lasse ich wieder etwas Platz zur Bindung und habe diesen Platz auch schon bei der Größe der Klappen berücksichtigt, sodass sie trotzdem sauber nebeneinander liegen und nicht überlappen.
Darunter befestige ich zwei Halter für einen Tag in den entgegengesetzten Ecken. Dazu schneide ich bei den vorgefalzten Viereck erst einmal die Ecken der Klebeflächen steil ab, sodass sie später nicht hervorschauen oder überlappen. Dann schneide ich bei dem Viereck diagonal von einer Kante zur anderen, sodass nur noch ein Dreieck übrig bleibt. Das wird dann aufgeklebt und wenn später das Designpapier vor der Klebefläche ist, bleibt der Tag auch nicht mehr an den Kanten hängen. Bei der Rückseite, also der vierten Seite, habe ich nun erstmal eine Klappe am oberen Rand angebracht und dann noch eine Klappe am linken Rand. Dann kommt erst einmal Designpapier auf die Seiten und da ich für diese Seite mehr Fotos habe, als ich so unterbringen könnte, habe ich noch 5 Fotomatten, die ich einfach untereinander auf die unterste Seite klebe, sodass sie sich einfach umklappen lassen. Bei der fünften Seite habe ich mehrere Bilder, die sich sehr ähnlich sind und so ein bisschen wie ein Daumenkino eine kleine Geschichte erzählen. Diese möchte ich mit mehreren Fotomatten, die mit einem Brett zusammengehalten werden, unterbringen. Dazu bringe ich erstmal eine Klappe am äußeren Rand an und dann eine Banderole als Halt für die Fotomatten. Und dann habe ich die 8 einzelnen Papiere an den Ecken abgerundet und die Fotos, die später darauf sollen, ebenfalls. Wie ihr sehen könnt, steht ein violetter Rand über, wenn ihr das Foto auf die Matte legt und dort in der Mitte markiere ich mir dann einen Punkt, an dem ich dann mit einem Skalpell ein Loch hineinschneide, natürlich bei allen Karten, und den Brett hindurchstecke. Damit meine Art Daumenkino nicht ständig aus dem Album herausfliegt, habe ich als Halterung unter der Banderole noch einen Brett mitten auf der Seite angebracht, der das Ganze hält. Für die Rückseite habe ich zuerst wieder eine große Tasche mit einem Tag und damit dieser dann später nicht an den Kanten der Klebelaschen von der Tasche hängen bleibt, statte ich auch diese Tasche wieder vollständig mit Designpapier innen aus, auch wenn man es nicht sieht. Das Ganze klebe ich dann einfach noch auf die Basis. Auf die Tasche kommt dann ein Wasserfall mit 9 Karten. Die Maße für die Einzelteile findet ihr in der PDF-Vorlage. Wie ein Wasserfall geht, habe ich euch in einem gesonderten Video schon einmal gezeigt, das ich euch jetzt in den Infokarten verlinke. Bei dem Video zu dem Wasserfall wurde übrigens immer wieder angemerkt, dass der Streifen, auf dem die Karten kleben, und der Streifen zum Ziehen auch aus einem Stück Papier sein könnten, sodass man es nicht nochmal zusammenkleben muss. Ja, das stimmt, bei kleinen Wasserfällen macht das durchaus Sinn, aber hier bräuchtet ihr ein Stück mit einer Größe von 59 cm und es gibt selten Papier bzw. Cardstock, das größer als 12x12 ist. Daher nutze ich hier also 2 Teile, die ich zusammenklebe. Da bei dieser Menge an Karten die Halterung links und rechts von den Karten sein muss, habe ich sie einfach über die komplette Seite gemacht und klebe sie nun auf die Seite, die ich vorher noch mit Designpapier dekoriert habe. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr das Designpapier vor dem Wasserfall anbringt, da es sich später nur ganz schwer hineinfriemeln lässt. Vor der siebten Seite befestige ich einen kleinen Klappmechanismus für 4 Bilder pro Seite, also 8 Bilder gesamt auf der Basis. Natürlich, so gesehen, gehört es zur siebten Seite, da es auf der Basis festgemacht ist. Es ist aber von den gezeigten Fotos später nicht wirklich dazugehörig und so möchte ich es auch vom Layout her etwas abkapseln. Nach dieser Ziehharmonika ist die Seite recht unspektakulär und hat eine Klappe von links und eine von rechts. Die 8. Seite hat wieder ein bisschen mehr zu bieten. Wir beginnen mit einer Klappe am linken äußeren Rand. Da darüber noch sowohl oben als auch unten eine Klappe kommt, hat die seitliche Klappe nur eine Höhe von 25 cm, um etwas Luft für die anderen Klappen zu lassen, sodass diese nicht die Kanten der unteren Klappe eindrücken. Bevor nun aber die obere Kante kommt, wird erst einmal der dünne Streifen mittig oben angebracht, der später das runde Deko-Element mit dem Magnet halten wird. Darauf folgt dann die obere und die untere Klappe.
Auf die untere Klappe kommt dann noch eine Tasche für zwei Tags. Hier habe ich aber erst einmal mittig auf der Tasche noch die Babytiere ausgestanzt, bevor ich erst das Designpapier in die Tasche und dann die Tasche auf die Klappe klebe. Für das Deko-Element in der Mitte habe ich ein Foto und ein Cardstock als Kreis mit genähtem Rand ausgestanzt. Dazu ebenfalls aus dem Cardstock einen Rand mit Wellen. Beide sind Stanzen von Lofond, die in der Größe genau aufeinander passen. Und als erstes habe ich dann das Foto auf den Kreis geklebt und dann den Rand auf das Foto. Dass das Foto oben und unten ein kleines bisschen abgeschnitten ist, wird von dem Rand verdeckt. Mittig platziere ich dann den Kreis auf dem Streifen. Das Ganze mache ich in einer Höhe, sodass die Tiere darunter noch komplett zu sehen sind. Dann klebe ich noch einen Kreis mit Designpapier auf die Rückseite des Elements und befestige Magnete auf der Rückseite und über den Babytieren, die dann das Element und somit die komplette Seite zusammenhalten. Für die neunte Seite habt ihr nun vier seitliche Klappen mit unterschiedlichen Breiten. Zuerst wird die größte Klappe am rechten Rand der Basis angebracht, dann folgen am linken Rand der rechten Klappe, also auf die Klappe drauf, die drei weiteren Klappen von der größten bis zur kleinsten. Damit auch die Ecken der rechten Klappe am linken Rand rund sind, ich weiß, es ist etwas kompliziert mit dem rechts und links, habe ich diese dann im Vorfeld bereits abgerundet mit dem Eckstanzer und klebe das dann auf. Auf der ersten Klappe bringe ich dann am rechten Rand den längeren Streifen zur Halterung an und darauf folgt dann mittig von beiden Seiten je eine Fotomatte für ein weiteres Foto. An der Kante, an der die drei Klappen übereinander befestigt sind, klebe ich nun noch eine Lasche an der Rückseite der ersten Klappe fest, die mit der Halterung oben schließen soll. Einmal an den Laschen oben zum Schließen bringe ich Magnete an und dann bringe ich aber zusätzlich nochmal Magnete unter der ersten Klappe an, sodass dieses schwere Klappengewicht mit den drei Klappen drauf auch an der Basis gehalten wird. Dann geht es zur zehnten Seite, die wieder eine Rückseite ist. Hierbei habe ich diesmal zwei Taschen aufeinander geklebt. Die erste Tasche öffnet sich nach links für einen großen Tag. Darauf folgt eine etwas schmalere Tasche nach rechts. Dort ist dann kein normaler Tag drin, sondern ein Doppeltag, der zur Hälfte in der Tasche steckt und zur Hälfte herausschaut. Technisch ist diese Seite nicht sehr anspruchsvoll, aber ich mag den Effekt und die Tatsache, noch hinter den Seiten etwas hervorzaubern zu können. Kommen wir zum letzten Block mit Seite 11 und 12. Bei Seite 11 gibt es erstmal eine Klappe von oben, die über die gesamte Seite geht. Darunter versteckt sich dann noch ein kleiner Wasserfall mit vier Karten. Denkt auch hier wieder daran, erst das Designpapier aufzukleben, bevor ihr den Wasserfall aufklebt, sonst wird das nachher schwierig. Wirklich eine Rarität, gingen bei mir ausnahmsweise mal die Fotos zum Ende des Albums hin auf und ich hatte nicht noch einen Berg an Fotos, den ich mit komplizierten Mechanismen irgendwie unterbringen musste. Daher hat die letzte Seite auch nur eine Klappe an der linken Seite und eine Tasche mit Tag darunter auf der Basis bekommen. Dann kommen wir zum Einband. Ich hatte nun mehrere Anfragen, ob ich das noch mal in einem Video zeigen könnte, also machen wir es hier noch mal langsam. Da die Seiten eine Höhe von 26 cm haben, habe ich auch Graupappe in einer Höhe von 26 cm zugeschnitten, sodass die Seiten nachher auf dem Boden stehen werden und keine zusätzliche dauerhafte Spannung auf der Bindung liegt. Wenn ihr den Innenteil kleiner macht von der Höhe her als die Graupappe ist, solltet ihr darauf achten, dass euer Album liegt, nicht steht, weil ansonsten ist dauerhaft ein Zug drauf. Da ich sechs Seiten mit einer Bindung von jeweils 1,5 cm habe, komme ich auf 9 cm für die Bindung. Damit auch die erste bzw. letzte Seite, je nachdem wie rum man die Klappen an der Bindung klebt, etwas Luft hat, hat der Rücken dann eine Breite von 10 cm. Vorder- und Rückseite habe ich dann einfach 22 cm genommen, also 2 cm mehr als das Innenteil. Das lässt nicht viel Spiel für den Innenraum, der Innenraum hängt aber halt auch nicht aus dem Album heraus.
Diese drei Teile klebe ich nun auf gleicher Höhe auf zwei Stück Cardstock, die ich vorher zusammengeklebt habe. Zwischen den Teilen lasse ich dabei einen Spalt von knapp einem halben Zentimeter, sodass sich der Einband nachher knicken lässt, ohne dass das Papier reißt. Ich habe hier übrigens die 2 mm dicke Graupappe aus unserem Shop. Wenn ihr dünnere Pappe nehmt, könnt ihr den Spalt natürlich kleiner machen. Ich mag es aber sehr gerne stabil. An den Ecken der Graupappe schneidet ihr dann den Cardstock einfach schräg ab. Achtet dabei darauf, einen kleinen Abstand zu der Ecke der Graupappe zu lassen, sodass diese nachher ummantelt ist und nicht herausschaut. Dann fahrt ihr die Ränder mit dem Falzbein nach, verseht den Cardstock mit doppelseitigem Klebeband und schlagt sie um. Wenn ihr, wie ich hier, eine einfache Lasche mit Magnetverschluss oder ein Band oder etwas anderes, was von hinten nach vorne sich schließen lassen soll, anbringen wollt, dann bringt ihr das als nächstes auf der Graupappe hinten an, denn im nächsten Schritt verkleidet ihr den Einband innen mit Cardstock, wodurch die Lasche zwischen dem Cardstock und der Graupappe verschwindet. Bevor ich nun den Einband dekoriere, bringe ich die Seiten am Rücken an. Ich verwende hier die 1 cm Bindung vom Tienchen mit ca. 1,5 cm pro Block. Dort bringe ich nun auf einer Seite Klebeband an und klebe sie wie Klappen auf einer Seite einfach nebeneinander. Natürlich ist dabei Vorsicht geboten, dass die Seiten gerade und gleichmäßig ausgerichtet sind. Dann folgt natürlich noch die Deko des Einbands, wobei ich ihn innen mit Designpapier verkleide und außen die Deko mit den ausgestanzten Kreisen mit genähtem Rad wieder aufnehme. Dabei nehme ich auf der Vorderseite auch noch 2 Fotos aus dem Monat. Auf dem Rücken habe ich dann mit einer Schablone noch den Monat draufgeschrieben und nun ist es also endlich geschafft und mein Juni-Album von 2017 ist fertig. Ich denke, mein Vorhaben, monatlich ein Album zu gestalten, wird leichter, umso älter die Kinder werden, aber das war nun mit 200 Fotos wirklich ein Brummer, der auch viele Monate einfach unfertig auf dem Basteltisch lag. Ich hoffe, euch hat das Album gefallen, ich hoffe, das nächste Album lässt nicht so lange auf sich warten und ich wünsche euch eine kreative Woche und freue mich, euch Montag zur Vorstellung des neuen Kids wieder zu sehen. Bis dahin findet ihr uns natürlich auf Facebook und Instagram sowie in unserem Shop auf kreativbund.de. Bis dahin, tschüss!